Also ich weiß, dass es irgendwas. Die Pfeile gehen mir ein bisschen auf den Keks. Es hat irgendwas hier mit diesem tollen Schieß mich tot zu tun. Weil hier ist das blau. Habe keine Ahnung. Ganz, ganz ehrlich nicht. Also es ist mir total schleierhaft. Also ich weiß, dass es damit zu tun hat, aber die klingen alle unterschiedlich. Und ich weiß nicht warum. Ich komme hier aber auch nicht irgendwie hoch oder so, ne? Nee. Muss ich vielleicht? Nein, das ist eine blöde Idee, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Und zwar muss ich vielleicht. Ich habe ja jetzt hier mein tolles Windspiel bekommen. Okay, also dieses gehört nicht zu dem, zu den Dingern hier, sondern gehört einzig und allein zum Wind. Nee, ich muss nicht das Windspiel damit machen. Muss ich irgendwas anderes damit machen? Den Geist. Nein. Sternstaub. Nein. Das Ding. Auch nicht. Ja, ich habe Spaß und keine Ahnung und das hört sich alles anders an. Und da ich dieses Drecksspiel jetzt zu Ende machen will und immer noch keine Ahnung habe, gucke ich jetzt kurz, was es mit den Trommeln zu tun hat. Also es ist mir, ich verliere langsam die Nerven bei dem Spiel, weil es ist so. Ja! Gut, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Und habe den Ton wieder angemacht. Also die Musik. Ich hatte theoretisch recht, nur dass nicht irgendwie alle gleich klingen müssen, sondern nur der blecherne Ton zählt. Und das hatte ich bei den, bei links und rechts schon ganz richtig gehabt. Also bei Blau hatte ich ja gesagt, die unteren beiden. Ist ja auch noch eingestellt. Rot ist nur der zweite von oben. Gelb ist nur der oberste. Und grün die oberen beiden. Das hatte ich auch rausbekommen. Was ist das? Aha. Hab ich damit jetzt alle Teile? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also hier bin ich fertig. In der Welt von dem. Von dem Geist bin ich auch fertig, weil den habe ich ja eingefangen. Hoffe ich. Gehen wir nochmal zu dem Opa. Der war bei Lila. Was? Ich kann die Knöpfe nicht mehr drücken. Okay. Vielleicht muss ich jetzt einfach mein Schiff wieder besuchen und den Hebel drücken. Nicht, dass ich wüsste, wo wir jetzt hingehen. Nein, muss ich nicht. Gut. Jetzt leuchten wieder alle Kugeln. Okay. Wieder sehr hübsch gemacht. Wirklich sehr schön.
Wahrscheinlich muss ich jetzt hier in die Schalen irgendwas reintun. Ah, okay, ich kann die auch wieder rausnehmen. Haben die Bäume irgendwas zu bedeuten? Ich guck mir die mal näher an. Okay. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich nicht. Gibt insgesamt 16 Möglichkeiten, die jetzt durchzuprobieren, wären nervig. Also ich kann die überall nutzen, aber... Warte mal. Ich tue das mal da wieder rein. Und gehe dann hier zu dem... Also ich schätze mal, dass wenn ich das richtig mache, geht das auf. Vielleicht hängt es damit zusammen, wie das in der Welt aussah. Wobei zwischen dem und dem Baum keinen großen Unterschied sehe. Ach doch, hier ist weniger grün, glaube ich. Mal gucken. Ja. Also ich würde... Intuitiv würde ich den Sternenstaub hier hinten zum Schnee tun. So. Ich kann es aber immer noch mitnehmen, okay. Dann würde ich... Nee, mit den Ästen hat es auch nichts zu tun. So, wo war es denn am grünsten? Oder haben vielleicht die Gemälde dahinter was zu tun damit? Was sind denn das für Zacken? Nee, die Gemälde sagen mir auch nichts. Es muss wirklich was mit den Bäumen zu tun haben. Oder ist es wirklich so mit vorne lila und so und hast du nicht gesehen? Probiere ich aus. Dann wäre der Sternstaub richtig. Das ist vorne links, das ist vorne rechts. Vorne rechts ist Bronze. Welcher Raum war jetzt Bronze? Ich weiß, welcher Raum grün war. Gehen wir erstmal nach grün. Ist hinten links. Ist also hier. Und das war der Geist. Rosa haben wir als letztes gemacht. Und als letztes wäre diese Sphäre hier. Und dann bleibt für hier hinten nur noch das Glockenspiel. Ah, doch richtig.
Okay, jetzt habe ich ein neues Tetraeder. In das sich von alleine etwas einsetzt, okay. Hä? Ich komme da nicht ran. Kann ich wieder raus? Ich kann wieder raus, aber das bringt mir nichts, wa? Nee, ich muss ja irgendwie... Vielleicht muss ich jetzt irgendwie diese Zacken... Nein, muss ich nicht. Komme ich auch nirgends ran? Ja, ist ja schön. Also ich kann nichts benutzen. Ich würde ja theoretisch hier diese Zacken verdächtigen, weil die gucken schon so komisch raus, aber es passiert nichts. Natürlich. Was? Natürlich. So, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich hier nämlich hin und setze ich hier das Tetraeder ein. Nein? Gut, dann setze ich hier das Ding ein.